Hallöchen. Ich möchte jetzt das Radio, ja. Nein, das Auto fertig machen. Dazu muss ich hier erstmal dieses ganze Klebegedönse runterkriegen, dass ich die Kabel ablöte. Damit ich die Platine auf ein Dings packen kann. Jetzt habe ich das mal hier dazwischen überall noch Kleber. Das mit Löten ist das Beppe. Das hier für und da will ich hier den dieses IC hier runternehmen und mir das mal alles angucken, wie genau und ob ich das auch wieder zum Laufen kriege, dass hier das IC irgendwie was macht, denn irgendwie muss er ja was funktionieren, wenn erstmal der Motor nicht funktioniert, aber erstmal muss hier dieser Chip irgendwie funktionieren, damit ich ja mit der Fernbedienung vielleicht ein paar Signale rauskriege. Sonst hat das ja keinen Sinn. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin. Also sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich das ganze Zeug hier runter. Jetzt gucken wir uns ein Mikroskop nochmal an. Man sieht schon, ist mir schon passiert, dass ich hier gegen gekommen bin. Das ist hier alles total im Arsch. Der ist auch ab. Jetzt werde ich das versuchen, so gut es geht, abzulöten. Also dieser Heißkleber, dieser China-Heißkleber, der ist echt Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal gucken. Da war Minus angelötet. Und hier das hier drauf und da geht Minus rum. Minus, 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 Minus. Und überall und Plus. Der hier, der geht darüber, der geht darüber, daran. Das ist diese 100 Ohm Spule, die geht darüber, daran und an den Pin und dahin und darüber. Da ist dann auch Plus. Was das jetzt ist, weiß ich nicht, muss ich noch mal gucken. Das ist Plus. Ja, das ist Plus. Nee, was denn nun? Da, darüber. Da muss ich gleich mal gucken, wo das hier hinläuft. Aber das sieht aus, als wenn hier Plus und Minus zusammenläuft. Na gut, ich läute das erstmal. Ich versuche es erstmal abzulöten. Vorsichtig, wenn es überhaupt geht. Ich glaube, das klappt so nicht. Er nimmt nicht mal Zinn an. Hinten tut es schön verbrannt. Das wird nichts. Den Knipser. Machen wir das so. Knipsen wir den raus. Kleber hier an der Pinzette drinne. Ja,
Mal gucken, ob wir das sauber kriegen. Zumindest ein Stückchen. Wo ist das Ding da? Sieht nicht so aus, ne? Da ist überhaupt noch ein Pad vorhanden. Das kriege ich eh nicht gerettet. Das kann weg. Ich glaube, da ist auch kein Pad mehr. Nee. Da ist kein Pad mehr, das ist weg. Das ging da oben hin. Und das ging da auf das und auf den Pin 1 und Pin 6, ne? 2, 3, 4, ne, Pin 5. Pin 6 sind da. Jetzt muss man nochmal das Bild raussuchen. Pin 1 und Pin 5, doch 1,8 und 1,5 Volt. Können wir ja hier auch mal gucken. Da oben ist Pin 1, 2, 3, 4, 5 Volt. Wenn ich das jetzt umdrehe. Pin 1, 2, 3, 4, 5. Die sind verbunden und das sind 1,8 bis 5 Volt. Der ging hier oben ran. So, der war da oben dran. Pin 8 S2 bis 9,6. Das müsste von Plus kommen, genau. Da müsste hier gewesen sein, der eine, das eine Beinchen. Und das hier müsste Ground gewesen sein. Ja, das ist Ground. Also ist das ein Spannungsregler gewesen. Das ist der Ausgang. Oh, das Zeug ist. Das ist so. Ich hatte doch hier eine Zahnbürste. Wo sind die hin da? Kann man da was erkennen? Es ist Ground. Ground. Es ist hier unten. Ja, über 100
Mikrofahrrad auf den und das war der Ausgang. Der Ausgang geht hier mit auf den, da ist Ground. Was ist das hier? Ist auch Eingang? Ist das eine Diode oder was ist das? Das ist Ground und das ist Plus. Wo kommt der hierher? Da steht auch dran Plus, Minus und das? Wo ist das Ding? HT30. Er sagt mir hier was mit 3 Volt LDO Voltage Regulator. 3 Volt? Da kommt 3 Volt. 3 Volt. Noch ein Pad oder geht das jetzt hier so rum? Das Pad ist Minus. Da war der Kondensator. 3 Volt. Ging dahin. Also richtig rausgebrannt. Was ist hier unten? Ist das ein Schaltregler gewesen? Auf 5 Volt oder was? Der kriegt 6 Volt. Das ist Masse, das ist Plus. Beinchen geht an Masse. Das Beinchen auch einschalten.
Minus. Das geht auch auf Minus. Das sieht eher aus, als wenn das auf Plus geht. Plus? Ne. Ne. So, ich bin da hinten auf Plus. Der noch irgendeine Kapazität. Na, das kann nicht passen. 8 Mikrofahrrad? Nee, das glaube ich nicht. Mit 10 Mikrofahrrad, das passt nicht, das glaube ich nicht. Kann aber möglich sein, gibt es ja schon so einen kleinen Sachen. Also, das soll ein Spannungsregler sein. So, jetzt habe ich das Datenblatt. Der hier unten, das ist Ground. Pin 2 ist der Ausgang. Das ist der hier. Das ist Ausgang. Der müsste dahin laufen, denke ich mal. Wenn das nicht komplett kaputt ist, müsste ich das sogar messen können. Ja. So, und oben ist Input. Das ist in. Da kommt dann die Spannung rein. Ach, Manu. Jetzt brauche ich noch mal kurz das andere Bild. Unser Bild. Verstehe ich jetzt nicht. Er sagt eigentlich, bis 15 Volt Input kann der ab. Warum ist jetzt hier noch ein... Muss ein Spannungsregler gewesen sein oder eine Diode oder irgendwas, weil über die Spule. So, aber wo kriegt das IC hier seinen Strom? Darüber habe ich kein Dings gekriegt. Das sind die. Nichts runter. Das muss ja hier irgendwo Strom gekriegt haben. Moment. Looky looky, da unten, das ist ein Elko. Also nicht in. Das ist out, ne? Das war das out? Ne, out war das. Das war in. Aber wie? Wie war denn das jetzt? Moment. Machen wir nochmal das Bild auf. Pin 3 ist VN. Da oben ist in. Pin 2 ist out. Pin 1 ist ground. Wie hat er hier... Ja, Entschuldigung, aber irgendwie... Nein. Den... Ach. Das ist Ground.
Da müsste das Plus sein. Nee. Wieso? Wieso sagt er mir das als Ground? Und da geht's auch halt. Ist der kurz geschlossen? Der ist kurz geschlossen. Der Elgo ist kurz geschlossen, ja. Das ist, weil ich hier auf dem Gummi rumkratze. Der hat einen Kurzschluss. Der muss doch aber von irgendwo muss er doch Plus kriegen. Löt den mal aus. Was los? Oh, Lötkolben, sag mal. So, komm, löte mal aus. So, den habe ich jetzt draußen. Der ist hier. Fu Honda Ginga Ganga, keine Ahnung was. Pet, also ist das ein Tier. Was ist das? 470 μ, 10 Volt. Und der ist kurz geschlossen. Den Kurzschluss. Nee. Komm her. Nee, der hat keinen Kurzschluss. Der hat keinen Kurzschluss. Also ist hier auf der Platine irgendwie was kurz geschlossen. Warte. Da und da. Gibt es irgendeinen Kurzschluss? Den mal rausnehmen. Jetzt habe ich keine Heißluft hier. Müsste ich erst raussuchen. Wieso sagt die Kamera jetzt eine Minute Aufnahme? Keine Ahnung. Das kriegen wir aber auch anders hin. Ich nehme diesen HT, was weiß ich, mal raus. So. Das geht dahin, das geht. Hier muss ja. Wo geht denn der hin? Wo geht der hin? Immer noch Kurzschluss zwischen. Ist immer noch Kurzschluss zwischen dem und dem. Geht er da unten durch und da oben hin? Und der geht da hin. Und dann ist das. Ah, nee. Nee, ach nee, das ist Kleber. Gut, ich wollte gerade sagen, der hat dann was. Das hier. Ist auch Kleber. Das Beinchen ist nicht gelötet. Das ist gelötet. Ja, das mit dem Licht, das kommt hier von einer Seite, das ist ein bisschen doof. Also.
ist der Ausgang. Da gehen 3,3 Volt hin. Das ist grau, das ist klar. Aber das hier, Plus und Minus, hat einen Kurzschluss. Die haben alle einen Kurzschluss. LED durch. Diodentest. Test 1,2 Volt, passiert nichts. Her. 1,1 Volt, passiert auch nichts, also ich sehe nichts leuchten. Seht ihr was leuchten? Ich sehe nichts leuchten. Hier nochmal andersrum. Also ich habe nichts leuchten sehen. Nee. 1,2 Volt, ich sehe nichts leuchten. Das ist aber kein Kurzschluss zwischen, also die macht keinen Kurzschluss. Aber in zwei Richtungen. Ich glaube, das IC hat einen Kurzschluss. Ja, ich habe die falschen Messspitzen drauf. Müsste ich das IC mal anheben. Da ich keine Heißluft habe, nehme ich jetzt einfach mal brachial das Feuerzeug. Mir auch egal, bin ich jetzt einfach mal brachial. So, ich ziehe es runter. Scheiß drauf. Ja, jetzt ist ein Zetter heiß, verbrenn mich nicht. So, wir hatten zwischen den und den anderen Kurzschluss. Nein. Zwischen den beiden Kurzschluss. Auch nicht. Das IC. Hier ist das IC. Moment. So. Also zwischen den. Zwischen den. Und zwischen den. Sie zieht es durch. Kann ich nichts machen. Kann ich zwar kaufen, aber. Ich glaube, das ist ein Mikrocontroller mit 2K ROM oder sowas. Also ich weiß, wäre schwer, überhaupt irgendwas über dieses IC zu finden. Ja, FC8154, das ist irgendwie so ein 2,4 GHz
Mikrocontroller mit ROM-Blabla-Geschichte und keine Ahnung was. Also, das IC ist hinüber, das Auto ist in dem Sinne hinüber. Also, das ist, ne. Da brauche ich nichts großartig versuchen. Aber das ist ja schon echt Hammer. So richtig reingebrannt da. Ob jetzt das hier der Schuldige war, um das IC zu töten, oder ob das IC einen Kurzschluss gekriegt hat und hier das IC getötet hat, ja, das weiß ich nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, kann ich euch jetzt auch nicht sagen, was ich da jetzt davon halten soll. Das ist Wahnsinn. Ja, ich schätze mal, irgendwas ist hier fatal gegangen, aber so richtig, und hat das IC gekillt. Gut. Auto reparieren funktioniert nicht. Also, das ist hinüber. Das IC hat einen weg. Also, ich bestelle jetzt auch kein IC. Ich weiß nicht, das Auto hat sie, glaube ich, für 5 Euro gekauft. Ich muss dazu sagen, der Blöde hat noch nicht damit gespielt. Sagen wir mal so. Sie hat es gekauft für 5 Euro und es funktionierte nicht. Man hat ja aber auch gleich gesagt, dass es sein kann, dass es nicht funktioniert oder funktioniert, wie auch immer. Das war so ein Angebot-Dings da. Ich will hier keine Werbung machen für keinen Laden, nix. Ist so ein Spielzeugladen, der das mal ab und zu hier so in der Fundgrube verkauft und für 5 Euro hat es gekauft. Und wenn ich jetzt so ein IC bestelle, und dann das hier noch dazu, und das lohnt nicht. Das lohnt vorne und hinten nicht. Werde ich hier sagen, ist nicht reparabel. Kann man vergessen. Okay. Schade um das Auto, aber ich habe ja noch eins. Moment. So, ja. Ich habe ja noch eins davon. Ich gucke noch mal, ob ich die Fernbedienung finde. Damit der Lütte wenigstens eins hat, womit er spielen kann. Vielleicht dann die Fernbedienung fertig machen. Ja, es tut mir leid. Okay. Bis dann. Tschüssi.